Das ist Johannes Schlüter, der Digitalisierungsbeauftragte der Bundesregierung. Es ist zum Beispiel ganz wichtig, dass man breites Internet hat. Computerexperte Schlüter ist die rechte Hand von Verkehrsminister Dobrindt. Und jetzt du, Dobi! Schlüter und Dobrindt haben der Bundeskanzlerin unter anderem versprochen, für ein erstklassiges Mobilfunknetz zu sorgen. Herr Schlüter, Stichwort Mobilfunk. Also gerade hier auf dem platten Land, es gibt ja kaum Netz. Ja, das stimmt ja so nicht. Es gibt ja Netz. Man muss es halt bloß finden. Uli, hast du Netz? Nee, warte, gerade noch nicht. Doch, jetzt hier. Ich hab Netz hier. Zwei Balken. Super. Ein Vorreiter in der digitalen Welt ist Japan. Im letzten Jahr waren dort bereits weit über die Hälfte aller Haushalte ans Glasfasernetz angeschlossen. In Deutschland gerade mal 1,6%. Warum geht das mit dem Erdkabelverlegen nur so langsam voran? Ja, das verstehe ich auch nicht. Dabei helfen wir doch alle mit. Sogar der Chef. Hey, du Sack. Mein lieber Freund, ich Kupferkabelverleger. Sandschlag. Herr Schlüter, Deutschland hinkt bei der Digitalisierung völlig hinterher. Man könnte meinen, bei Ihnen sieht es aus wie auf dem Foto da. Nein, bei uns hat sich wirklich ganz schön viel getan in den letzten Jahren. Zum Beispiel hat der Lutz eine neue Brille, oder Lutz? Neue Logo. Herr Schlüter, Deutschland ist in Europa Vorletzter beim Breitbandausbau. Ist Ihr Chef Alexander Dobrindt überhaupt der Richtige für den Job? Ja, sicher. Also der Dobi und ich, wir kennen auch ganz viele Fachausdrücke. Zum Beispiel Digital Infrastructure. Digital Infrastructure. Ja, genau. Oder Virtual Reality. Oder Digital Infrastructure. Ja, das hatten wir ja eben schon. Cloud Computing. Digital Infrastructure. Ja. Dank Schlüter und Dobrindt wird die deutsche Wirtschaft immer moderner. Überall werden Roboter eingesetzt. Einige davon hat Schlüter selbst konstruiert. Schlüters Plan: Überall, wo Menschen zu viele Fehler machen, sollen sie durch Roboter ersetzt werden. Johannes Schlüter, ein Mann, macht Deutschland fit für die digitale Zukunft.